zusammen, hier ist wieder euer Gotti zusammen mit Maib. Und wir sind hier ein wenig in düsteren Gefilden, nämlich in dem Kursraum vom 5-Star Fitness, weil ich euch heute etwas demonstrieren möchte. Das ist ein ganz besonderes Video. Ich werde dich, Maib, Entschuldigung, so ein bisschen einer undankbaren Rolle zuweisen. Ich möchte gerne einen Test hier live machen. Er ist recht unvorbereitet da. Er weiß jetzt nicht, was ihn erwartet. Und ich werde ihm jetzt eine Aufgabe stellen. Und ihr denkt bitte mit. Schreibt auch gerne direkt in die Kommentare, wenn ihr es live seht, was ihr tun würdet oder was ihr denkt, worauf das hinausläuft. So, Maib, ich werde jetzt etwas erklären und euch damit gleichzeitig mit. Ihr könnt das in Gedanken mitverfolgen und gerne auch mal mit Freunden durchspielen. Wenn ihr wieder im Gym seid, zu Hause seid, was auch immer, spielt das gerne mal vor. Das hier ist, so viel kann ich schon mal sagen, eine Metapher. Wofür? Das werden wir später merken. Also, Maib, aufpassen. Die Kamera ist nicht mehr da. Es gibt jetzt ein paar Spielregeln und ich werde dir eine Aufgabe stellen. Und zwar folgende. Ich nehme mir mal das, was ich vorbereitet habe. Eine Stange, mehr brauche ich nicht. So, okay. Du stehst auf deinem Grundstück. Später werden wir dieses Grundstück als seinen Status definieren, aber das ist dein Raum, dein Grundstück, ja? Okay. Entweder wie ein Garten, wie ein Gelände, was auch immer. Das hier ist deins. Und jetzt gibt es die eine Grenze, nur die Nordgrenze. Die anderen beachten wir mal nicht. Also hier ist unbedingt. Genau. Okay. Bis hierhin ist alles deins, dein Status, deine Grenze. Okay. Ja, das ist die Grenze. Bis hierhin ist alles deins. Okay. Jetzt hast du folgende Aufgabe. Du musst dein Gelände vergrößern, deinen Status vergrößern. Ja, du musst mehr daraus machen. Also nur in diese Richtung. Genau, es gibt nur diese Grenze, okay. Die beachte die andere nicht. Du musst jetzt dein Gelände vergrößern. Aber folgende Spielregel. Hast du einmal die Grenze berührt, darfst du dich nicht mehr fortbewegen. Du darfst nicht die Grenze nehmen und dann davonlaufen oder so. Ja, du musst an der Stelle bleiben. Du bist quasi verwurzelt. Ja. So, dann habe ich eigentlich auch schon einen Tipp gegeben, aber da komme ich nicht ganz drum herum. Jetzt bin ich gespannt und kommentiere gerne mal, was du denkst und was du machen musst. Deine Aufgabe läuft, erweitere dein Gelände. Also einmal, dass ich das fange, darfst du ein bisschen mehr, weitermachen. Genau. Okay. Aber was du schon mal erkannt hast und was ich ja quasi vorausgenommen habe, du kannst nicht dort stehen bleiben, richtig? Du musst hingehen. Okay. Könntest du dein Gelände von hier aus vergrößern? Fangfrage, wie so ein altblattender Lehrer. Geht nicht, ne? Also, was tust du? Von hier darfst du ein bisschen mehr, ein Schritt mehr weiter. Von da schon, aber bist einmal, du, hast du es einmal berührt, okay. Darfst du nicht weiter. Ja, also. Und darfst du auch nicht einfach das Wissen und einfach wegschmeißen? Nein. Okay. So, das Erste, was du machst, ist, du gehst zur Grenze, richtig? Ja. Das ist schon mal wichtig, das halten wir fest. Ich muss hier ein bisschen kleinlich sein. Ja, dann. So, wenn du dich jetzt berührt hast, darfst du nicht mehr weitergehen, richtig? Ja. Ja. Okay. Also, das muss man dann. Einfach. Ja. So. Also, weil, wenn ich das wegschmeißen gedacht. Ja. Okay, okay. Dann einfach, wo ist. Das ist sogar Körpereinsatz, das finde ich gut. Ja. Okay, dann steh wieder auf. Du hast deine Grenze erweitert von hier bis da, das sind gut 1,5 Meter und du hast jetzt einen größeren Status. Ja. Okay, jetzt kommt Problemlösung, wie ich sie machen würde. Wir stellen sie wieder dahin und dann kannst du es ja mal selbst beurteilen. So, was würde ich machen und danach könnt ihr schon grübeln, was das bedeutet. Ich gehe jetzt nicht hier hin. Ich gehe hier hin. Ah, Achtung. So, was sagst du dazu? Ja, ist weiter, aber man könnte auch weiter. Ja, man könnte noch weitermachen, wenn man jetzt so viel körperlichen Einsatz zeigt. Wichtig ist, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Mal sehen, wer es von euch schon hierhin erraten hat. Bitte schreibt es in die Kommentare, wofür dieses spielerisch bescheuerte Beispiel gelten soll. Im Prinzip ist das eine Metapher für die Superkompensation bzw. für unseren Status als Bodybuilder. Das hier sind deine aktuellen Grenzen. Das ist dein Körper, das ist deine Kraft, das ist deine Masse, wie auch immer du es nennen magst. Um unseren Körper weiterzubringen, progressiv zu trainieren, zu verbessern, stärker zu werden, mehr Leistung, mehr Masse, was auch immer, müssen wir was tun? Das ist die Grenze. Ja. Wir müssen über unsere Grenze hinausgehen, um es effektiv zu gestalten. Und das ist das, was ich getan habe. Ich bin erst einen Schritt über die Grenze hinausgegangen. Und dann?
Und dann habe ich die Grenze bewegt. So kann ich sie maximal bewegen. Natürlich können wir auch an die Grenze rangehen und einfach nur ein paar Zentimeter verschieben. Oder unter körperlichen Einsatz das Ganze machen. Aber wir haben gesehen, effektiver ist es, wenn ich über die Grenze hinausgehe und sie dann verschiebe. Jetzt kann man natürlich, wenn man es ganz genau nimmt, solche Beispiele immer angreifen. Aber ich finde, es ist im Kopf eine schöne Metapher dafür, wie wir progressiv trainieren. Wir wissen also, gehen wir über Grenzen hinaus. Und dieses schöne Beispiel, finde ich, zeigt ganz gut, wie man es machen sollte. Und zwei Schritte wird länger als eine so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem Beispiel haltet. Natürlich ist es spielerisch, man muss es locker sehen mit dem Augenzwinkern, aber es ist eine schöne Metapher dafür. Ähnlich wie ein Lebensmotto, wie ein Sprichwort und so weiter. Ja, ich bin auch mal gespannt, wer es von euch schon vorher erraten hat, worauf ich zumindest hinaus wollte und was ihr davon haltet. Oder ob ihr sagt, blöde Metapher, einfach weiter und hart trainieren. So, danke mal, dass du mitgemacht hast und hier so ein bisschen die Rolle. Aber ich muss sagen, ein Applaus, Daumen hoch. Ja, Daumen hoch für seine körperliche Leistung, die er gebracht hat. Und ja, wem so etwas gefällt, auch mal zwischendurch Videos, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da. Das Ganze natürlich abonnieren und schaut euch mal die anderen Videos an. Und dann sehen wir uns jetzt bald zum nächsten Training. Macht's gut, bis dahin. Genau, euer Mike. Subscription and like now. So, auf dem Weg zum Training. Und ich werde jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag dazu halten. Und zwar, stellt euch jetzt mal genau die Parallelen vor zu dem Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Bankdrücken macht, immer ein sehr schönes plakatives Beispiel, und ihr macht jetzt die letzte Wiederholung und könntet vielleicht noch eine machen, hängt aber ein. Dann bleibt ihr vor der Grenze stehen und versucht sie dann eben von da aus zu verschieben. Angenommen, ihr schafft die letzte Wiederholung nicht und bleibt stecken und hängt dann ein. Dann seid ihr genau auf der Grenze, denn ihr könnt nicht mehr, seid aber auch nicht drüber hinausgegangen. Und jetzt kommt eben das Entscheidende. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Intensivwiederholungen macht und jemand hilft euch noch dabei, dann geht ihr über diese Grenze hinaus. Und dann schafft ihr es am effektivsten, das zu nutzen. Auch da wieder, bitte nehmt es nicht zu ernst. Das heißt nicht, macht immer Intensivwiederholungen. Es steht allgemein dafür, bei seinem Training über die Grenzen hinauszugehen, sich zu fordern und zu fördern damit.